Die Bayern haben die Kaufoption bei James Rodriguez bisher nicht gezogen. Sein Adoptivvater bringt jetzt ein mögliches Comeback in Madrid ins Gespräch. In seinem Herzen ist er ein Real-Fan und wird über die Möglichkeit nachdenken, zurückzukehren, erklärte Juan Carlos Restrepo in einem Marca-Interview. Ich kann mir vorstellen, dass, sollte er gute Leistungen abliefern, eine Rückkehr möglich wäre. James ist noch bis Sommer von den Königlichen ausgeliehen. Auch Timo Werners Zukunft steht bisher nicht fest. Laut der Bild bietet RB Leipzig dem Stürmer einen neuen Vertrag an. Der soll eine festgeschriebene Ablöse von 70 Millionen Euro sowie eine Ausstiegsklausel für gleich 10 Clubs enthalten. Dazu zählen unter anderem der FC Bayern, Real Madrid, Barca, Juve oder PSG. Werners aktueller Vertrag Ende 2020. Während der AC Mailand für 35 Millionen den Polen Krzysztof Piątek vom FC Genua verpflichtet hat, ist das Engagement von Gonzalo Higuain bei Milan vorbei. Die Leihe mit Juve wurde beendet und die alte Dame transferierte den Argentinier weiter zum FC Chelsea, ebenfalls auf Leihbasis, inklusive Kaufoption über 36 Millionen Euro. Der Wechsel von Ajax Amsterdams Frenkie de Jong zu Barca in diesem Sommer ist perfekt. Das gaben die Katalanen bekannt. Die Ablöse beträgt 75 Millionen Euro plus 11 weitere Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Der Mittelfeldspieler bestätigte bei Football International zudem auch Gespräche mit PSGs Thomas Tuchel und Pep Guardiola von Manchester City.